Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um ein cooles Country-Jazz-Gitarrenlick. Country-Jazz ist, wie der Name es verrät, eine coole Melange aus Country und Jazz. Tatsächlich haben diese beiden Musikrichtungen viel gemeinsam. Zum Beispiel die Verwendung von Akkorden als Grundlage für das Melodiespiel. Im folgenden Lied kann man das deutlich erkennen. Ich spiele es jetzt einmal vor und dann gehen wir es der Reihe nach durch. Los geht's! Grundlage für den ersten Teil ist der gute alte F-Dur-Akkord, den ich hier auf vier Seiten spiele. Ja? Zeigefinger hält den ersten Bund der E- und H-Seite, Mittelfinger den zweiten Bund der G-Seite und der Ringfinger den dritten Bund der D-Seite. Soweit also nichts Neues. Jetzt schiebe ich das Ganze hoch zum siebten Bund und aus meinem F-Dur wird ein H-Dur. Jetzt möchte ich diesen H-Dur in einen H6-Akkord verwandeln. Dann spiele ich die Tone da mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, dieser Ton muss mit rein. Wenn ich jetzt meinen H-Akkord greife, sehe ich, ich habe ihn hier wunderbar zu griffbereit. Ja? Er ist hier nur zwei Bünde vom Zeigefinger entfernt. Den hier brauchen wir. Und jetzt schlage ich diesen Akkord zweimal an und ziehe dann den Akkord im Ganzen zwei Bünde nach unten. Und zwar ist das Ziel, dass wir auf beiden Positionen den jeweiligen Akkord sauber hören können. Also gut andrücken. Ja? Das ist der erste Teil. Bei der Fortsetzung lege ich meinen Zeigefinger über die ersten drei Saiten. Und im Prinzip mache ich jetzt genau das gleiche wie vorhin, nur dass ich ein bisschen in den Akkord hineinslide. Ja? Ich nehme also quasi Anlauf, gehe zurück auf den dritten Bund und... Ja? Im Ganzen bis hierher. Und jetzt kommt ein netter kleiner Schlusslauf. Ich halte den Akkord hier noch und spiele dann auf der E-Seite den vierten Bund, das Bis und das offene E. Bam, bam. Und damit spannender ist, mal statt dem E alleine einfach einen E-Akkord. E-Akkord. Sind wir fast durch. Für diesen kleinen Lauf lege ich den Mittelfinger auf den dritten Bund der E-Seite, schlage an und hämmere dann den nächsten Ton auf den vierten Bund. Ja? Und anschließend lasse ich los und spiele das offene E. Ja? Dann H-Seite, zweiter Bund. Mit dem Cis offen, mit dem H und wieder mein E. Könnte man eigentlich schon als netten Solo aufnehmen. Aber wir lassen jetzt einfach mal hier innerhalb dieses Solos so bestehen. Und da wir bis jetzt so Jazzig waren, hören wir auf Jazzig auf, gehen auf den 12. Bund. Ich greife hier die unteren beiden Seiten mit dem Mittelfinger und lege auf den Bund daneben den Zeigefinger an, den Zeigefinger hin, mit dem ich D- und G-Seite runterdrücke. Und dann schlage ich diesen coolen Jazzing-Akkord an und slide weg. Ja?
Und das war's. Nochmal im Ganzen. So viel für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche euch viel Spaß beim Üben und eine gute Zeit. Ciao!